ich bin's, Kim Lian. Heute zusammen mit meinen zwei Babys hier. Wir machen den Haustier-Tag mit. Okay? Und da erzähle ich ein bisschen. Ich habe jetzt mein Handy gar nicht da. So, Handy geholt. Und jetzt kann losgehen mit der ersten Frage. Das ist, was war dein erstes Haustier und sein ihr Name? Mein erstes Haustier war ein Hund. Ein ganz großer Schwarzer mit einem weißen Fleck hier vorne. Ein Mischling. Und sie hieß Kaya. Zweite Frage. Hast du es dir gewünscht oder war es ein Familienwunsch? Eigentlich habe ich mir den Hund gewünscht. Ich habe mir immer Tiere gewünscht, also auch Mäuse und Katzen und alles einfach. Aber es war dann schon auch ein Familienwunsch. Und es gibt auch eine ganz witzige Geschichte. Im Kindergarten, an meinem ersten Tag, hat mich die Kindergärtnerin gefragt, ob ich denn auch Geschwister habe, die irgendwann kommen werden. Und ich dann so, ja, heute holt mich meine Schwester ab mit meiner Mama. Und dann hat sie eben gesagt, oh schön, wie heißt die Schwester denn? Und ich so, Kaya. Und ja, am Abend ist sie dann gekommen und die Kindergärtnerin hat meine Mama gefragt, und wo ist denn die Schwester? Die Kim meinte, die kommt jetzt mit. Und dann hat meine Mama nur gesagt, bitteschön, der Hund. Also ich habe sie echt so richtig als Schwester und Familienmitglied komplett gesehen. Und ich finde auch, Hunde sind extreme Persönlichkeiten, also die haben wirklich einen richtigen Charakter, so wie ein Mensch. Es ist jeder anders, auch bei Katzen, die sind einfach wie Menschen. Dann, lebt die Kaya, also das erste Tier noch, oder ist sie schon gestorben? Sie ist leider schon gestorben, als ich 15 Jahre alt war. Und es war wirklich schlimm, also ich war mindestens eine Woche lang nicht in der Schule, weil das halt wirklich für mich war, als wäre ein Familienmitglied gegangen. Viertens, was ist dein Lieblingstier? Das ist sehr schwer zu beantworten. Ich sage ungefähr bei jedem Tier, das auf der Straße rumläuft oder das wir im Fernsehen sehen, oh, das ist das süßeste Tier, das ich je gesehen habe. Und deshalb kann ich überhaupt nicht sagen, was mein Lieblingstier ist, weil ich halt echt hin und her gerissen bin, vor allem zwischen Hunden und Katzen. Und dann gibt es da auch noch Elefanten, die so toll sind, und Delfine und Fischotter. Oh mein Gott, Fischotter sind so süß. Und Erdmännchen. Ich könnte mich niemals festlegen, was mein Lieblingstier ist. Bei mir kommt es immer dann auf die Bindung an, die ich zu dem bestimmten Tier aufgebaut habe. Also ja, es gibt einfach echt so, wie es Menschen gibt, mit denen du kannst und mit denen du nicht kannst, finde ich, gibt es auch Tiere, mit denen du besser kannst als mit anderen. Aber der Unterschied ist, es gibt kaum Tiere, mit denen du überhaupt nicht kannst. Also, bei mir zumindest ist es so. Ich merke schon, das wird ein langer Tag, weil ich bei jeder Frage irrsinnig ausschweife, weil ich so tierbegeistert bin. Fünfte Frage. Hast du jetzt Haustiere? Wenn ja, wie viele und wie heißen sie? Ich glaube, jeder, der mindestens zwei Videos von mir gesehen hat bisher in seinem Leben, weiß, dass ich zwei Katzen habe. Die rennen ja oft hier hinten rum oder liegen herum. Der Kleine, den nenne ich nur noch Baby eigentlich. Der ist das Baby, weil er auch so winzig ist im Vergleich zur Pebbles. Die Pebbles ist wesentlich dicker und größer. Und daneben wirkt er einfach immer noch wie das Baby. Und er ist auch der Jüngere. Und die Pebbles heißt Pebbles. So wie Kieselsteinchen, weil sie so ganz viele verschiedene Farben im Fell hat. Und ich fand das ganz passend. Außerdem erinnert sie mich sehr an das kleine Mädchen von den Feuersteins, von der Familie Feuerstein, die mit diesem kleinen Zöpfchen, die ist richtig süß gewesen. Und deshalb, ja, angelehnt an die habe ich meine Katze so benannt eigentlich. Kannst du mir mal schreiben, ob du die Pebbles von der Familie Feuerstein kennst. Frage 6. Hat sein ihr Name eine besondere Bedeutung, Geschichte? Ja, das habe ich jetzt schon erklärt gerade. Dann siebtens, was war dein schönstes, lustigstes Erlebnis mit ihm, ihr? Puh, das ist richtig schwer. Mein schönstes Erlebnis mit dem Babylion war eigentlich, als ich ihn gefunden habe. Also ich habe dazu schon ein ganzes Video gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, direkt nachdem ich ihn gefunden habe, ziemlich bald. Als er noch so ein Babykätzchen war, ein kleines weißes Fellknäuel. Und da habe ich mich dann direkt vor die Kamera gesetzt und habe die ganze Geschichte erzählt. Also ich habe ihn auf der Donauinsel gefunden. Er ist wirklich so süß gewesen, ist das ganze Video lang auf mir rumgeklettert und so. Und das war das schönste Erlebnis, als ich ihn eigentlich gefunden habe und sofort gesagt habe, das kleine Babylein nehmen wir mit, weil das war die Mutter nirgends zu finden. Das waren keine Geschwister weit und breit. Also ich frage mich heute noch, wie diese Katze da hingekommen ist. Und ja, das war wirklich schön.
Und mit der Pebbles war das schönste Erlebnis bisher ihre Geburt. Also ich war live dabei sozusagen, wie sie auf die Welt gekommen ist. Und das war auch richtig süß. Also sie war die erste von nur 3 Katzenbabys. Und es war ursprünglich so, dass ich dachte, die kleinste, also die jüngste, gehört zu mir. Aber dann war ich auf Urlaub und bin zurückgekommen und dann waren die Kätzchen circa 6 Wochen alt und dann war die ganze Zeit die Pebbles bei mir. Also ich bin zur Türe rein und die ist gleich auf mich zugelaufen und ist auf an meinem Hosenbein hochgekrabbelt, hat die ganze Zeit geschrien, miau, miau, miau. Und ja, dann wusste ich einfach, die gehört mir, weil ich lasse immer die Tiere mich aussuchen. Also ich bin nie so, dass ich zu einem Wurf gehe von, weiß ich nicht, 8 Welpen und sage, ich will unbedingt nur eine rote Katze oder unbedingt eine schwarze, sondern ich gehe da immer komplett neutral hin. Ich lasse die Tiere mich aussuchen und ich sage dir, das funktioniert so gut. Da ist einfach garantiert, dass die Bindung zwischen euch perfekt sein wird, wenn die Katze dich aussucht und dann zu dir kommt und einfach nicht mehr von dir weggeht, trotzdem da vielleicht noch andere Leute sind, dann weißt du gleich, die will dich und das ist am wichtigsten, dass das Tier entscheidet, zu wem es gehen will. Und eigentlich kann ich nicht sagen, was das schönste Erlebnis war, weil es ist jeden Morgen und jeden Abend immer wieder wunderschön, wenn die Katzen ins Bett kommen und sich so auf mich drauflegen. Die eine liegt, wenn ich auf dem Bauch liege, auf meinem Hintern, die andere auf meinem Rücken oder hier so. Und ja, das ist eigentlich jeder Tag schöner als der andere. Ich bin voll verliebt einfach in meine Katzen. Habe ich mir schon mal große Sorgen machen müssen? Um die Pebbles, ja. Oh mein Gott, ja. Und zwar ist die Pebbles mal aus meinem Fenster rausgefallen. Da hat jemand das Fenster nicht zugemacht und sie ist halt irgendwie hoch aufs Fensterbrett und ist abgerutscht und runtergefallen. Und ich habe sie gesucht wie eine Irre in der ganzen Wohnung, habe rumgeschrien nach ihr und was weiß ich. Und sie war einfach weg. Und normalerweise ist sie echt so wie ein Hund, die hört auf Kommando. Wenn ich sie rufe, steht sie sofort da. Das ist richtig süß bei ihr. Und ja, dann habe ich rausgerufen ins Treppenhaus, obwohl ich mir so dachte, es ist niemand aus der Wohnung rausgegangen. Eigentlich kann sie nicht draußen sein, aber whatever. Hat das gehört, dass ich hinten rausrufe und ist dann rundherum gelaufen und die Treppen hoch und war voll aufgewühlt. Hat wirklich so hyperventiliert. Also voll schnell geatmet und da hatte ich richtig Angst, dass sie sich vielleicht irgendwie eine Rippe gebrochen hat, die Lunge beschädigt hat oder sowas. Oh mein Gott, und das war richtig schlimm. Das war das schlimmste Erlebnis. Und es war aber dann nichts zum Glück. Also es war alles heile und ja, Katzen haben anscheinend wirklich 7 Leben. Und beim Babylein habe ich mir sehr Sorgen gemacht am Anfang, als ich ihn gefunden habe, weil ich nicht wusste, wo kommt der her? Hat der irgendeine Krankheit? Er war übersät von Zecken. Ich glaube, im Video sage ich, wie viele Zecken es waren. Es waren 32 bis 36 oder sowas, die ich ihm alle selber entfernt habe. Und ja, da hatte ich auch voll Angst, dass der mir nicht überlebt, weil es echt noch so ein kleines Würstchen war. Und den habe ich ihm auch mit dem Fläschchen aufgezogen. Aber sonst hat er mir keine Sorgen mehr gemacht, nein. Was findest du besser, Tiere vom Züchter oder aus dem Tierheim? Das ist eine gute Frage und eine sehr umstrittene Frage. Einerseits denkt man, ja, es gibt schon so viele Tiere auf der Welt, warum soll ich jetzt extra noch jemanden unterstützen, der noch mehr in die Welt setzt, dafür auch noch abkassiert wie sonst was, während eben die anderen ein Zuhause suchen. Oder ich muss sagen, das ist jedem selbst überlassen. Ich will jetzt hier keine Feststellung treffen, was richtig und was falsch ist. Das steht mir persönlich nicht zu. Aber ich persönlich bin ein Mensch, der eher Katzen aufnimmt, die er findet, also eher so der Tierheimmensch. Ich finde immer alle meine Tiere oder nehme sie auf von irgendwie schlechteren Bedingungen, so, da rette ich sie raus. Und ja, mir ist eigentlich die Rasse ziemlich egal, das muss jeder für sich wissen. Aber was ich dazu sagen muss, ist, dass wenn du dir einen Rassehund oder eine Rassekatze zulegen willst, dann bitte schau unbedingt, dass der Züchter seriös ist. Es gibt genug Seiten, hier in Österreich ist es zum Beispiel Willhaben. Jetzt nichts gegen Willhaben an sich, das ist super und so als Flohmarkt. Aber da inserieren teilweise mega unseriöse Züchter, die Hunde in, was weiß ich wo, Timbuktu, nein, aber Tschechien, Ungarn sitzen die meisten, Slowakei, die dort züchten, in winzigen Kartonboxen halten,
die nicht mehr zur Mutter dürfen und was weiß ich was. Und die tierisch dafür abkassieren. Die Tiere sind nicht gesund, werden nicht geimpft und sonst was. Also wenn du dir ein Rassetier holst, dann bitte achte wirklich darauf, dass es von einem seriösen Züchter kommt. So viel noch dazu. Bist du irgendwelchen Organisationen beigetreten, die sich für den Tierschutz engagieren? Ich habe eine Zeit lang für Greenpeace gespendet. Also Tierschutz im Sinne von Wale, das typische Greenpeace-Ding. Da wurde ich auf der Straße aufgehalten. Und ich war aber noch viel zu jung, also ich war glaube ich 15 oder so. Also irgendwie war das so, dass ich gar nicht hätte unterschreiben dürfen und der mich aber voll so reingedrängt hat. Und das ist dann wieder aufgelöst worden. Und seitdem habe ich mich nicht mehr dazu verpflichten lassen, einer ganz bestimmten Organisation monatlich einen ganz bestimmten Betrag zu zahlen. Dazu bin ich einfach auch noch zu jung, dass ich jetzt sagen kann, hey, fix jeden Monat 50 Euro für XY. Sondern ich spende regelmäßig, aber einfach immer an Organisationen, die mir gerade zusagen oder bestimmte Aktionen unterstütze ich. Also da schaue ich immer so im Internet oder wenn ich irgendwie was lese in der Zeitung, dann informiere ich mich darüber und dann spende ich gezielt an Einzelne ohne so ein Pflichtabo, sage ich jetzt mal. Aber wenn du was Cooles kennst, eine coole Organisation oder so, dann schreib es gerne in die Kommentare, weil das ist immer wieder ein Thema, das mich beschäftigt. 12. und letzte Frage. Wie viel Präsenz hat dein Tier in deinem Leben oder Herzen? Ich glaube, diese Frage muss ich jetzt nicht mehr beantworten. Entscheide du, wie viel Platz meine Tiere bei mir im Herzen oder im Leben haben. Ich glaube, das ist ziemlich klar rausgekommen bei diesem Tag. Ja, ich kann nur sagen, alles. Ich habe letztens auf Instagram und Facebook, also es ist schon wieder eine Weile her, aber da habe ich ein Foto gepostet von unserem Pflegehund und mir und habe drunter geschrieben, wenn ich mich zwischen Menschen und Tieren entscheiden müsste, dann würde ich immer wieder aufs Neue die Tiere wählen. So viel dazu. Jetzt halten mich sicher viele, viele für sehr verrückt und wieder mal für so jemanden, der einsam und alleine mit 90 Katzen und 30 Hunden sterben wird. Aber ich muss sagen, das wäre mir immer noch lieber, so meinen Lebensabend zu verbringen, als mit lauter Menschen, die irgendwie falsch sind. Voll drastisch jetzt geschildert, aber ich denke, du verstehst das. Also ich liebe Menschen, ich bin der offenste Mensch und sowas, aber bei Tieren kannst du dir einfach immer sicher sein, dass die ein ehrliches Herz und ein treues Gemüt haben und deshalb liebe ich sie einfach. Ich hoffe, du denkst jetzt nicht, dass ich so komplett der Freak bin nach diesem Tag. Du kannst mir gerne mal schreiben, ob du Haustiere hast, das interessiert mich von Herzen wirklich. Und welches und wie es heißt und wie du dazu gekommen bist, ich freue mich wirklich schon, das durchzulesen. Und ich tagge jetzt noch die liebe Jessie, Anja, Nadine und die liebe Jess. Schau am besten auch mal in der Infobox vorbei, da findest du die Links zu den Kanälen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video am Donnerstag. Bis dann!